Wir sind Carola und Emanuel und zusammen sind wir Smicies. Maximaler Geschmack in minimaler Form. Wir benötigen 50.000 Euro und bieten Ihnen dafür 15% Löwenanteile an. Liebe Löwen, ihr kennt doch bestimmt alle diesen unstillbaren Appetit auf etwas Herzhaftes. Den Drang auf etwas Fettiges und Schmackhaftes, wie zum Beispiel diese Pizza. Oft stillen wir unsere Gelüste mit Fastfood, obwohl wir alle wissen, wie ungesund das ist. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir haben nämlich die Rettung. Denn in unserem Forschungslabor ist uns eine Weltsensation gelungen. Ein Jahr lang haben wir daran gearbeitet, die Pizza zu schrumpfen. Wir wollten einen Snack entwickeln, der die Gelüste auf etwas Herzhaftes stillt, den man aber immer dabei haben kann und der weder unserer Figur noch der Gesundheit schadet. Klasse. Ist fertig. Oh. Toll gemacht. Sehr schön. Herausgekommen sind die Smicies. Super. Mhm. Smicies, das ist der erste herzhafte Snack in Pastillenform. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass an den Kassenzonen von Einzelhandel, Tankstellen, Drogeriemärkten und Kiosken nie etwas Herzhaftes in Miniform zu finden ist? Süßes dagegen aber im Übermaß. Deshalb haben wir Smicies entwickelt. Aktuell gibt es drei leckere Sorten. Italian Pizza, Cheese Gratin und Bacon Pita Bites. Und das Beste ist, ein Smicies hat nur 2 Kalorien und macht herzhaften Genuss jetzt erstmals ohne Reue möglich. Immer und überall. Lasst uns gemeinsam eine Snackolution an der Kassenzone starten. Und gerne dürft ihr euch persönlich von unseren guten Gewissensbissen überzeugen. Da bin ich sehr gespannt. Her damit. Sehr gerne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte sehr. Danke. Ach, es ist ein Bonbon. Kauen wir das? Das meiste werden gekaut und nicht gelutscht. Dankeschön. Mhm. Also Kinder, ich kann es nicht erwarten. Ich muss jetzt loslegen. Schmeckt rauchig. Ich habe jetzt Bacon hier. Auch ein bisschen trocken. Also am besten finde ich bis jetzt Pizza. Super. Also der Geschmack, ich habe jetzt gerade die Italian Pizza. Das Beste. Das ist, also schmeckt schon erstaunlich nah an Pizza, also vom Geschmack her. Vielen Dank. Aber es ist natürlich nicht das Erlebnis. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein. Ich meine, wir vergleichen hier 600 Kalorien mit nur 2 Kalorien. Genau. Aber es ist, es ist eindrucksvoll. Wie generiert ihr diesen Geschmack? Den Geschmack generieren wir auf Basis natürlicher Zutaten. Ja. Und zum Beispiel bei Italian Pizza arbeiten wir mit Tomatenpulver, arbeiten wir tatsächlich mit Käse, Chili ist mit drin. Und das alles auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe.